Du brauchst ein Bewerbungsbild, aber du kannst oder willst nicht zum Fotografen gehen, weil er zu ist, weil Lockdown ist, weil es zu weit weg ist, vielleicht auch weil es zu teuer ist. Die Frage ist ja, jeder hat jetzt eigentlich eine perfekte Kamera dabei bei seinem Handy. Wie kriegst du das perfekte Bewerbungsfoto oder auch Profilfoto mit deinem Handy hin? Da gibt es viele Sachen, die du richtig machen kannst. Es gibt auch viele Sachen, die du falsch machen kannst. Ich habe einen Fotografen gefragt und er hat mir 4 Tipps gegeben, wie du zu Hause das perfekte Bewerbungsfoto selber aufnehmen kannst. Und wie du das hinkriegst, das erzähle ich dir jetzt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich brauche ja gar kein Foto. Ich muss ja kein Bewerbungsfoto benutzen. Klar, man kann das nicht verlangen, man darf es nicht verlangen. Aber wenn du ein Foto hast, wo du sympathisch drauf wirkst, hast du halt Riesenvorteile. Man sagt ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und wenn du 1000 gute Worte über dich mit einem schönen Bild sagst, so viel kannst du in eine Bewerbung gar nicht reinschreiben. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, benutze ein gutes Bewerbungsfoto. Im Zentrum eines guten Bewerbungsfotos steht was? Klar, dein Gesicht. Ja, das Gesicht muss zur Geltung kommen. Vielleicht auch nicht so ganz in der Nahaufnahme, sondern so bis hier, aber das Gesicht muss gut zur Geltung kommen. Und was macht uns sympathisch bei einem Bewerbungsfoto? Wenn wir mies gucken, macht uns nicht sympathisch. Was uns sympathisch macht, ist Lächeln. Lächeln, ein bisschen die Zähne zeigen, vielleicht nicht zu viel. Und du kannst noch so ein bisschen die Zunge gegen den Gaumen drücken. Dann kommen die Wangenknochen hier noch ein bisschen hoch. Und damit machst du schon mal einen sehr sympathischen Eindruck. Dann die Augen sind natürlich super wichtig. Geschlossene Augen sind schlecht. Ganz, ganz schlecht Sonnenbrille. Keine gute Idee. Logischerweise. Und da gibt es noch einen kleinen Geheimtipp, was dich entschlossener wirken lässt, ist, wenn du die Augen so ein bisschen zusammenkneifst. Ein bisschen nur. Ist ja klar, wenn du so machst, dann wirkst du erschrocken und ängstlich. Wenn du die Augen ganz zumachst, dann wirkt das irgendwie müde. Aber wenn du so ein bisschen verwegen guckst und die Augen so ein bisschen squinchen, sagen die Amerikaner, das wirkt sehr, sehr positiv. Bei der Perspektive empfehlen Profifotografen halt nicht komplett frontal, sondern so leicht schräg in die Kamera gucken. Das wirkt offensichtlich souveräner. Licht ist super wichtig. Also wenn du im Dunkeln stehst, wenn du schlecht ausgeleuchtet bist, wenn das Licht von oben kommt, das sieht sehr merkwürdig aus. Wenn das Licht von unten kommt, das sieht so ein bisschen Frankensteinmäßig aus, ist auch nicht gut. Also das Licht muss frontal kommen, aber es sollte halt auch nicht zu hart sein. Deswegen idealerweise Tageslicht benutzen. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Tipp. Es gibt eine sogenannte Magic Hour, wenn du einen schönen Tag hast. Das ist die Stunde vor Sonnenuntergang. Dann hast du so ein weiches, so ein bisschen goldenes Licht. Dann hast du auch kein Problem mit glänzenden Stellen oder sowas. Das deckt das super ab. Also das wäre die Empfehlung, mal zu gucken, okay, du hast einen sonnigen Tag oder einen Tag, wo die Sonne scheint. Dann wartest du bis kurz vor Sonnenuntergang, so eine Stunde vorher. Suchst dir eine Stelle, wo du keinen direkten, also wo du nicht direkt in die Sonne gucken musst, weil dann musst du nämlich blinzeln und auch nicht die Sonne direkt hinter dir ist, weil dann sieht man nichts mehr. Aber das Licht nutzt du aus, da entstehen sehr, sehr gute Fotos. Ist übrigens auch bei Profifotografen so, wenn die Shootings machen, nehmen die ganz oft diese Zeit, wenn sie halt ohne Kunstlicht fotografieren wollen. Tipp 3, mega wichtig, kein Selfie. Mach kein Selfie. Gibt es jede Menge Fehler, die bei Selfies auftreten. Erstmal, du bist nicht weit genug weg. Du solltest 1,5 Meter Abstand haben. Die wenigsten Menschen haben 1,5 Meter lange Arme. Und außerdem wirkst du immer ein bisschen gedreht. Das siehst du ja bei Selfies immer. Du siehst eigentlich immer, dass es ein Selfie ist. Auch keinen Selfie-Stick benutzen. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, die gegen Selfies sprechen. Übrigens auch keine Spiegelaufnahme. Man sieht das, wenn du in den Spiegel rein fotografierst. Auch wenn man die Kamera nicht sieht, man sieht das. Und außerdem hast du bei Spiegeln oft Hintergründe, die du nicht haben willst. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Schau, was hinter dir ist. Nimm einen neutralen Hintergrund. Du willst nicht, dass dein Badezimmerschrank da ist. Du willst nicht, dass dein Schlafzimmer drin ist. Du willst nicht, dass dein Bücherschrank drin ist. Nicht deine Küche. Es soll ein neutraler Hintergrund sein. Ja, also am besten eine Wand mit einer neutralen Farbe. Idealerweise eine helle Farbe. Das siehst du auch oft bei Videokonferenzen, wenn Leute irgendwie im Hobbyraum sitzen. Nicht besonders professionell. Also kein Selfie. Idealerweise ein Stativ. Das kriegst du mittlerweile für 15 € bei Amazon. Das reicht dann auch schon. Also ungefähr 1,5 Meter Abstand nehmen. Entweder suchst du halt den Rahmen aus, nimmst wirklich die Rückenkamera, weil die ja meistens besser ist als die Frontkamera. Ist natürlich immer gut, wenn du einen Freund oder eine Freundin dabei hast, die die Fotos für dich macht. Wenn nicht, dann musst du es halt mit dem Timer machen. Und dann ja, mehrfach draufdrücken. Ne? Lieber 15, 20, 30 Fotos machen und dann mal gemeinsam durchgucken, welches die besten sind. Und dann wird auch ein sehr, sehr gutes Foto dabei sein. Der vierte Tipp, auch ganz wichtig. Das Problem ist, dass du dein eigenes Bewerbungsfoto nicht aussuchen kannst, weil wir von uns selber ein Bild haben
und Fotos möglicherweise schön finden, die aber nicht ideal sind. Deswegen habe ich für dich den 3x3-Tipp. Also wähle 3 Fotos aus, von denen du sagst, dass die gut sind und schicke sie an 3 Freunde oder Bekannte und bitte sie, das Beste auszusuchen. Bei mir war das dann immer so beim Ergebnis, dass eigentlich immer ein Foto rauskommen ist, das ich nicht genommen hätte. Also der 3x3-Test. Dann, wenn du deine Bewerbung online verschickst, schau, dass das Foto fest mit deinem Lebenslauf verbunden ist. Also am besten oben rechts im Lebenslauf einfügen, als PDF abspeichern. So kann es nicht mehr getrennt werden und das kann nicht irgendwie zerschossen werden. Und Profi-Personaler versuchen immer, das Bewerbungsfoto zu entfernen, weil sie sich halt nicht positiv beeinflussen lassen wollen von dem Foto. Das solltest du aber gerade für dich nutzen. Wenn du jetzt ein richtig cooles Foto hast, dann soll der Personaler das auf jeden Fall sehen, wenn du deinen Lebenslauf anguckst. Jetzt weißt du, wie du ein gutes Foto aufnimmst, aber auch da gibt es noch sehr, sehr viele Fallstricke. Deswegen empfehle ich dir, schau dir das erfolgreichste Video auf dem Kanal hier an. Da geht es nämlich darum, welche Fehler man noch bei Bewerbungsfotos machen kann. Tatsächlich scheitern 75% der Bewerbungen an den Fehlern, die ich dir jetzt hier zeige. Also schau dir das Video an. Link ist hier in den Kommentaren oder in den Shownotes im Podcast.